Liebe Schülerinnen und Schüler der E-Phase, mit diesem Video möchte ich Ihnen die wesentlichen Informationen zukommen lassen, die Sie erfolgreich die Kurse für die Qualifikationsphase an der Max-Beckmann-Schule einwählen lassen. Hierfür lohnt sich zu Beginn ein Blick auf die Gesamtqualifikation. In vielen Fällen ist das schulische Ziel, wenn Sie Schülerinnen oder Schüler in der Max-Beckmann-Schule sind, das Abitur. Das Abitur setzt sich aus drei Säulen zusammen. Aus den Leistungen, die Sie in den Leistungskursen erbringen, aus den Leistungen, die Sie in den Grundkursen erbringen und aus der eigentlichen Abiturprüfung, die im Anschluss an das Kurshalbjahr Q4 stattfindet. In der Abiturprüfung werden Sie in 5 Prüfungsfächern geprüft, 2 Prüfungsfächer sind Ihre Leistungskurse und es erfolgen noch Prüfungen in 3 weiteren Grundkursen. Die Gewichtung der 3 Säulen zueinander ist wie folgt. Die Abiturprüfung nimmt 1/3 der Gesamtleistung ein. Die Leistungen aus den 24 Grundkursen, die jeweils einfach gewertet werden, liegt leicht über 1/3. Und die Leistungen aus den Leistungskursen, die doppelt gewertet werden, liegen leicht unter 1/3. Um die Einwahl erfolgreich durchzuführen, lohnt es sich, Kenntnisse über die Prüfungsfächer zu haben. Für die Prüfungsfächer generell gilt, dass ein Prüfungsfach in Ihrer schulischen Laufbahn an der Max-Beckmann-Schule durchgängig belegt worden sein muss. Es muss in der gesamten Qualifikationsphase belegt und eingebracht werden. Es muss aber auch schon in der E-Phase zu Ihrem Fächerkanon dazugehört haben. In den Prüfungsfächern 1, 2, 3 werden Sie im Abitur schriftlich geprüft. Dazu gehören die ersten beiden Prüfungsfächer, Ihre Leistungskurse und ein weiterer Grundkurs. Das 4. Prüfungsfach wird mündlich geprüft, das 5. Prüfungsfach wird mündlich oder in einer Präsentation oder einer besonderen Lernleistung geprüft. Die Prüfungsformate, mündliche Prüfung, Präsentation und besondere Lernleistung werden Ihnen im Laufe der Jahrgangsstufe Q1 und Q2 noch näher erläutert und näher gebracht. Ein vertiefender Blick auf die Prüfungsformate ist an dieser Stelle noch nicht notwendig. Wichtig bei der Wahl der Prüfungsfächer ist, dass alle 3 Aufgabenfelder abgedeckt sind. Es gibt 3 Aufgabenfelder, das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld mit Deutsch, den Fremdsprachen und den musischen Fächern, das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld mit Geschichte, Politik und Wirtschaft und Religion oder Ethik und das mathematisch-naturwissenschaftliche Aufgabenfeld mit Mathematik, den Naturwissenschaften und Informatik. Bei der Wahl der Prüfungsfächer ist zu berücksichtigen, dass jedes dieser 3 beschriebenen Aufgabenfelder mindestens einmal in den von Ihnen gewählten 5 Prüfungsfächern vorkommt. Des Weiteren müssen Deutsch und Mathematik in Hessen verpflichtend zu den Prüfungsfächern gehören. Außerdem müssen eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft oder Informatik zu Ihren Prüfungsfächern gehören. Als nächstes ein kurzer Blick auf die Fremdsprachen. Sie kommen aus der Mittelstufe mit mindestens einer Fremdsprache zu uns. Auf dem Weg zum Abitur muss eine Fremdsprache durchgängig belegt und eingebracht werden. Für viele Schülerinnen und Schüler ist diese erste Fremdsprache das Fach Englisch, das muss aber nicht in jedem Fall so sein. Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit einer zweiten Fremdsprache zu uns. Diese zweite Fremdsprache muss mindestens in einem Oberstufenjahr belegt werden. Wer eine zweite Fremdsprache mitbringt, kann diese zweite Fremdsprache in der E-Phase belegen und kann, wenn er möchte, damit seine Fremdsprachensprüche beenden und die zweite Fremdsprache ablegen. Oder man kann die zweite Fremdsprache als zweite Fremdsprache ergänzend zur ersten Fremdsprache mit in die Qualifikationsphase nehmen und einbringen. Alternativ zu einer zweiten Fremdsprache kann man auch eine zweite Naturwissenschaft oder 2 Kurse Informatik einbringen und belegen in der Qualifikationsphase. Einige Schülerinnen und Schüler kommen ohne zweite Fremdsprache zu uns an die Schule. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt, dass sie Spanisch als zweite Fremdsprache beginnen müssen. Sie müssen Spanisch von der E-Phase bis zum Kurshalbjahr Q4
belegen in einem vierstündigen Kurs und die Kurshalbjahre Q3 und Q4 müssen auch als Noten in die Gesamtqualifikation eingebracht werden. An dieser Stelle ein Blick auf den gesamten Fächerkanon und auf die Beleg- und Einbringvorgaben. Deutsch als verpflichtendes Prüfungsfach muss durchgängig eingebracht und belegt werden. Eine durchgängige Fremdsprache muss durchgängig von Q1 bis Q4 eingebracht und belegt werden. Eine weitere Fremdsprache oder alternativ eine zweite Naturwissenschaft muss 2 Kurshalbjahre belegt und eingebracht werden. Alternativ zu der zweiten Naturwissenschaft kann auch Informatik die zweite Naturwissenschaft ersetzen. Schülerinnen und Schüler ohne zweite Fremdsprache beginnen mit einer neu beginnenden Fremdsprache bei uns, Spanisch, und müssen diese durchgängig belegen. Die Kurshalbjahre Q3 und Q4 müssen verpflichtend eingebracht werden. Ein musisches Fach, in aller Regel das musische Fach, was auch in der E-Phase belegt wurde, ein musisches Fach muss mindestens 2 Halbjahre in der Qualifikationsphase belegt und eingebracht werden. Politik und Wirtschaft muss mindestens 2 Kurshalbjahre belegt und eingebracht werden. Politik und Wirtschaft wird in der Q1 und Q2 an der Max-Beckmann-Schule im Klassenverband unterrichtet. Sollte Politik und Wirtschaft ein Fach sein, in dem man sich prüfen lassen möchte, müssen, das gilt für jedes Prüfungsfach, 4 Halbjahre in diesem Fach eingebracht und belegt werden. Geschichte muss durchgängig belegt werden. Die Kurshalbjahre Q3 und Q4 müssen verpflichtend eingebracht werden. Religion oder Ethik müssen durchgängig belegt, aber nicht eingebracht werden. Mathematik als verbindliches Prüfungsfach muss durchgehend belegt und eingebracht werden. Genau wie eine fortgeführte Fremdsprache muss auch eine Naturwissenschaft durchgängig eingebracht und belegt werden. Hier handelt es sich tatsächlich um eine Naturwissenschaft. Informatik kann eine zweite Naturwissenschaft ersetzen. Informatik kann aber nicht die erste Naturwissenschaft ersetzen. Statt einer zweiten Fremdsprache kann auch eine zweite Naturwissenschaft für 2 Kurshalbjahre belegt und eingebracht werden. Alternativ zur zweiten Naturwissenschaft kann auch Informatik die zweite Naturwissenschaft ersetzen. Sport muss durchgängig belegt werden. Bis zu 3 Kurshalbjahre können in die Gesamtqualifikation eingebracht werden. An dieser Stelle noch einmal ganz kurz die Einwahlvorgaben für die Jahrgangsstufe Q1, Q2 kurz zusammengefasst. Es ist obligatorisch, dass Sie mit einer gültigen Leistungskurskombination in die Qualifikationsphase gehen. Bedingung für einen Leistungskurs, den man in der Qualifikationsphase hat, ist, dass man die E-Phase, also die E2 im Leistungsorientierungskurs, mit mindestens 5 Punkten abgeschlossen hat. Bei der Leistungskurskombination ist wichtig, dass ein Leistungskurs entweder eine fortgeführte Fremdsprache sein muss oder Mathematik oder eine Naturwissenschaft. Die Fächer Deutsch und Mathematik müssen durchgängig belegt und eingebracht werden. Natürlich werden diese Fächer im Klassenverband weitergeführt. Für die Einwahl in den Kurshalbjahren Q1 und Q2 gilt, dass man entweder 2 Fremdsprachen und eine Naturwissenschaft mitnimmt oder 2 Naturwissenschaften und eine Fremdsprache. Als Naturwissenschaften werden an der Max-Beckmann-Schule Biologie, Physik, Chemie und Biotechnologie angeboten. Biotechnologie ist eine etwas praxisorientiertere Mischung aus biologischen und chemischen Unterrichtsinhalten. Viele Schüler, die Biologie und Chemie als einen ihrer Leistungskurse gewählt haben, wählen Biotechnologie als Ergänzung dazu, als zweite Naturwissenschaft, die durchaus die Inhalte, die in den Leistungskursen durchgenommen werden, mit unterstützen. Informatik kann eine zweite Naturwissenschaft ersetzen. Wenn man sich entschieden hat für das Modell 2 Naturwissenschaften und eine Fremdsprache, dann kann Informatik die zweite Naturwissenschaft ersetzen.
Informatik kann aber nicht die durchgängig zu belegende Naturwissenschaft ersetzen. Die Schüler, die in der Mittelstufe keine zweite Fremdsprache hatten, müssen Spanisch als neu begonnene Fremdsprache in der E-Phase wählen und diesen Kurs bis zur Q4 belegen. Ein musisches Fach muss mit in die Q1 und Q2 genommen werden. In aller Regel ist dieses musische Fach das musische Fach, was man auch in der E-Phase hatte. Dieses Fach muss mindestens 2 Kurshalbjahre belegt werden. Das Fach Politik und Wirtschaft muss ebenfalls mindestens 2 Kurshalbjahre belegt werden. Das Fach Geschichte muss durchgängig belegt werden. Außerdem muss entweder Ethik oder Religion durchgängig angewählt werden. Auch das Fach Sport muss durchgängig belegt werden. An dieser Stelle endet das kurze Informationsvideo. Mir verbleibt lediglich noch zu sagen, dass Sie sich zu jedem Zeitpunkt durch Ihre Tutorinnen und Tutoren schulisch in Ihrer schulischen Laufbahn beraten lassen können. Gerne stehe auch ich Ihnen zur Verfügung. Mein Name ist Frau Kracht. Und ebenfalls steht Herr Lein Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Kommen Sie bei uns vorbei und sprechen Sie uns an. Des Weiteren wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Auswahlentscheidung in den nächsten Wochen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.